Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Luigi freut sich schon, dass die Folge gerade startet. Ja, beim letzten Mal zwei Schlachten, ein mega krasser Bug und ein weiteres Elektrizitätsrätsel. Und heute geht's hier lang weiter, wo wir direkt wieder eine Schlacht haben. Ich sehe es doch. Wohin führt diese Röhre? Das erfahren wir, nachdem wir das mutige Duo von Rebelle und Mario gesehen haben. Meine Analyse hat ergeben, dass diese Finsterzeitpfütze extrem furchtbar ist. Warum lassen wir die nicht einfach in Ruhe? Wir müssen ja nicht jede Finsterzeitpfütze entfernen, oder? Doch. Vergiss es. Das kann ich nicht zulassen. Bibo, Mario und ich machen das. Ah, tolle Kämpfer. Und ihr beide ergänzt euch so gut. Wenn irgendwer diese Finsterzeitpfütze beseitigen kann, dann ihr zwei. Immer diese zwei Mann-Herausforderungen. Alle besiegen, okay. Ich muss erstmal Mario hier Sparks zuweisen. Wir sind dann wohl bereit. Wie viele Gegner haben wir denn hier? 3, 4. Ah, nur 5. Aber dafür sind es alles Claudius. So, ich kann auch einmal auf ihn drauf stampfen. Das sind alles Nahkämpfer. Am meisten Sorgen macht mir dieses dumme Federvieh. Okay, ich will Kong sehen. Attacke! Oh, das schleudert sogar weg. Und hat ein bisschen die Map kaputt gemacht. Ich mache mal den Flammenhagel hier, damit der eventuell vor mir weggeht. Das könnte anstrengend werden. Aua. Besser, wenn Mario einsteckt. Auch mit dir. So, warte. Gehen einmal näher ran. Kong, dein Einsatz. Runter mit dir. So, den werde ich los. Nummer 2 von 3. 2 von 5. Ich warte, 3 von 5, Entschuldigung. Ich lerne das 10 noch. So, ich konzentriere mich dann jetzt auf das zweite Federvieh am besten.
Weil das bewegt sich auch nicht, wenn man ihn angreift. Das ist sehr praktisch. So, nur noch der. So, komm ein bisschen näher. Ja, genau. So. Ich kann gleich einmal das Wiederbeleben ausprobieren. So, jetzt sehen wir endlich mal das Wiederbeleben. Ich wollte, dass Mario stirbt. Ich will das Wiederbeleben endlich mal sehen. Der ist jetzt so oder so, RIP. Hä? Sollte der nicht fliegen lernen? Dann halt so. Vielleicht schaffen wir es sogar. War tatsächlich sogar relativ einfach. Jetzt muss ich nur mein Team wieder zurückstellen. Hier ist wieder ein bisschen Geschichte. Da so viele Rabbits Kargmaltal verlassen hatten, um gegen Miseras Schergen zu kämpfen, kam der Wiederaufbau des Planeten fast zum Erliegen. Doch wenn Misera dachte, dass sie den Wiederaufbau komplett stoppen könnte, dann hatte sie ihre Rechnung ohne Mutti und ihre Rabbits gemacht. Ein Rabbit, der mal versteht, was er tut. Hallo, komm weg. Dich lasse ich mal in Ruhe. Danke. So, jetzt muss ich das nach rechts drehen, ne? Oder ist da links auch was? Nee. Kann mir ja hier noch Sachen eben kurz gönnen. Wenn ich gerade schon hier stehe. Jetzt muss ich das Ding einmal nach links drehen. Unter anderem, um darüber zu kommen. Also sieh mal hin, mit dem Planeten sind wir auch schon fast fertig. Also was storymäßig angeht. Da ist der Tentakel. Super, noch die am Fliegen unten unter Tasse. Könnt ihr mich hören? Je schneller ihr das Ding auf meine Windmühle erledigt, desto schneller kann ich euer Gerät auf Vordermann bringen. Over and out. Geht klar, Mutti. Hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Der Planet hier, der hat echt wenig Schnellreisepunkte. Gefährliche Windmühlenwinde. Oh, die Map sieht ja mal ganz interessant aus. Ich muss was beschützen. Oh, nee. Das kommt ja eine Eskorte gleich. Hier muss ich beschützen und es ist so gesehen Überleben. Oh, nee. Und schon habe ich den Schwierigkeitsgrad um einen runtergestellt. Ich sehe nur Überleben. Ich glaube, ich bleibe einfach bei der Mitte. So, dann kommt mal ran, Jungs. Ich muss die Federviecher auf jeden Fall aufhalten.
Die können mir sonst richtig auf die Nerven gehen. Ich habe den Plan. Weg mit euch. So, das Federvieh ist weg. Oh, was kann ich denn da abschießen? Ich kann Elektrizität aktivieren. Wie cool ist das denn? Kann ich die ab und zu mal ein bisschen schocken? So, das hatte ich erwartet. Du hast mich sogar in die Deckung getreten. Wie nett bist du denn? Das Teil hat gerade einen abbekommen. So, dich vernichte ich einfach. So, ich gehe mal mit Luigi da runter und gebe den eben kurz mal dem Flammenhagel. Aber ein bisschen weiter weg von dem Teil. So, jetzt haben die Feuer unterm Hintern. Die stehen gerade so auseinander, dass ich nicht beide leben kann. Aber den einen kann ich zumindest umbringen. Ich habe es gerade ausprobiert. Ob ich den einen da in den Tagen schlagen kann. Nein, kann ich leider nicht. Die haben so eine immense Reichweite, wie gemein. Wenigstens habe ich den Tod gesniped mit der Sicht. Oh, das wird ätzend. Ich hoffe mal, den schleudert das runter. Weg los. Nope. Aber wenigstens haben die dort ein anderes Angriffsziel. So, dich kann ich wegsnipen. Ist mein ein kleinstes Übel. So, und dir gebe ich eine mit. Steht hier wenigstens nur einer. Greift bitte Rebelle an. Danke. Ich weiß halt nicht, ob alle vier überleben müssen oder ob es ausreicht, wenn nur ein Teil überlebt. Ist richtig dumm. So, dich schalte ich zuerst aus. Du bist hier die größte Gefahr. Wenn ich so werfe, dann sterben alle. So. Ob sie hier an der Ecke ist, keiner mehr. So, dich kriege ich auch weg. Loser. Der ist schon mal gut angehittet. Da kommt ein Federviech. Um Gottes Willen, kommen da viele. Das ist selbst auf einfach richtig hardcore. Aber ich muss nur noch drei Runden überleben. So, ihn habe ich jetzt mal mit der Elektrizität ausgeschaltet. Das Dumme ist, mit Rebella komme ich leider an keinen heran. Hab's jetzt gerade ein paar Mal versucht.
Ich glaube, hier schubst sich den am besten einfach weg. Mit der Windstoßwelle. So, ich hatte ihn auch noch mit lethargisch lahmgelegt. Ja, da hätte ich so oder so nichts gegen machen können. Das ist anstrengend. Na los. Ja genau, geh auf Rebella. Hauptsache, du lässt das Ding in Ruhe. Rebella hat Regeneration, die heilt sich. Alter, wie spawnt hier denn auch so viel? So, friss Elektrizität. Ach, das juckt dich nicht. So, verzieh dich. Der wäre weg. Schieße ich da drauf. Elektrizität ist ja bei den Wasserversionen zumindest sehr stark. So, den losgeworden. Ich hoffe, dass alle über dass nur einer überleben muss. Ja. Es reicht aus, wenn ich eine Seite verteidige. Ganz ehrlich, alle hätte ich nie im Leben verteidigen können. Ich merke auch, dass das ungesehen für Luigi an der Stelle unnötig war. Wenn ich die auf Abstand halten kann, dann reicht das, was ich da an Verteidigung habe. So, ich hoffe mal, dass das ihm genügend Schaden macht. Ah, das Elektro-Ding hat sich nicht aktiviert, okay. So, weg mit euch. Ja genau, geht so weit nach hinten wie möglich. Im besten Fall. So, ihn habe ich ausgeschaltet. Und den da hinten habe ich mal lethargisch gegrätscht. Aua. Ich glaube, ich muss nur noch eine Runde überleben. Nee, das, ich musste sogar nur die überleben. Oh, guck mal, endlich mal Luigi in dem Bild. Immer der, der auf dem ersten ist, also den ich im Vordergrund habe, der sammelt das Ding immer ein. Level up! Leute, ihr habt die Windmühle wieder zum Laufen gebracht. Bei der Stärke des Sturms war ich besorgt, dass eure Erfolgschancen... Erwähnen Sie nicht. Genie, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du hättest dir ganz schreckliche Sorgen um uns gemacht. Entwickelst du etwa emotionale Fähigkeiten? Wohl kaum. Wie auch immer, es gibt wichtigere Sachen als mich. Wir sollten Kontakt aufnehmen mit... Mutti? Mutti... Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin euch so dankbar, dass ihr meine Windmaschine repariert habt. Ich dachte, das könnten wir doch vielleicht mit selbstgemachter Limonade und überbackenen Käsebroten feiern. Wir sehen uns in meiner Werkstatt. Ach ja, hier spricht Mutti. Tschüss. Findest du
du auch, dass irgendwas an diesem Funkspruch seltsam klang? Offensichtlich haben meine hervorragenden Führungsqualitäten und mein entschlossener Einsatz Mutterswachstum erheblich verbessert. Obwohl überbackene Käsebrote bei diesem heißen Wetter tatsächlich eine ungewöhnliche Wahl sind. Ich glaube, da steckt was anderes hinter. Wir sind hier doch noch nicht fertig. Hier fehlt noch irgendein Finsterzeit-Ding. Ja, wir haben zigtausend Nebenaufgaben jetzt freigeschaltet. Zoom, zoom. Dann gehen wir mal weiter, ne? Wo kommen wir denn bei der Röhre raus? Ach da! Da, wo wir vorher die ganze Zeit nicht hin konnten. Und dann müssen wir auch direkt noch eine weitere Schlacht machen. Nee, habe ich heute ehrlich gesagt keine Lust drauf. Beziehungsweise die Zeit wäre dafür ein bisschen knapp. Weil die Schlacht gerade, die ging schon sehr, sehr lang. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat heute, den lasst ein Abo und ein Like da. Wir haben heute eine Finsterzeit-Tentakelfütze vernichtet. Wir müssen noch eine. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.